Herzlich willkommen, ich bin Oliver und ich heiße dich herzlich willkommen zur inzwischen 7. Episode von H5P Inhaltstypen unter der Lupe. Was wir da immer machen, wir stellen immer einen Inhaltstyp vor, die zeigt, was man damit machen kann und dann bauen wir den auch nach. Das heißt, am Ende habt ihr die Gelegenheit, es selber nochmal auszuprobieren und dann könnt ihr im Prinzip auch den Inhaltstyp erstellen. Es ist keine Einführung in H5P, manche erwarten das immer. Da könnt ihr aber einfach mal ins Netz gucken. Auf inonauten.de/Webinare findet ihr auch einen Einführungstalk zu H5P, falls ihr das erwartet habt. So, damit es jetzt losgeht, damit ich gar nicht so viele Worte verliere, muss ich natürlich erstmal meinen Bildschirm umschalten, damit ich euch das zeigen kann. So, das müsste geklappt haben. Ich mache das auch wieder ein bisschen größer. Ich habe gelernt, es ist immer ganz gut auf Zoom, wenn das so bei 140-150% ist. Und was ihr hier seht, das muss euch erstmal nicht interessieren. Das ist nur meine Sammlung von H5P-Inhalten, die ich schon erstellt habe für diese Webtalk-Reihe. Und ich zeige euch mal so die wahrscheinlich einfachste Variante von einem Diktat, was man machen kann mit H5P. Dictation heißt das Ganze da. So, das sieht dann so aus. Das ist auch das Standardbeispiel von der Website. Das habe ich mal genommen, weil das so die Basics abbildet. Also ihr seht da zum Beispiel erstmal so ein Bild, das ist nett, das kann man groß und klein machen. Und da sieht man vielleicht schon, aha, Baker Street, das ist so das oder Sherlock Holmes natürlich, das ist so das Thema. Und dann sehe ich da noch Knöpfe zum Draufdrücken, das kann ich machen. Wenn ich da draufklicke, seht ihr schon, aha, Number of Tries Left, One. Steht ja auch da in einem Hinweis, da kann man das nur einmal anhören. Also klicke ich mal drauf und gucken, was passiert. Holmes was certainly not a difficult man to live with. Das habe ich noch verstanden. So, Holmes was certainly not a difficult man to live with. Das habe ich verstanden. So, wenn ich jetzt hier draufklicke, sehe ich schon, kann da nicht mehr draufdrücken, ist grau, wird nicht mehr abgespielt. Und so könnte ich das auch beim zweiten machen. He was quiet in his ways and his habits were regular. Okay, war schon ganz schön lang der Satz, hat man sich jetzt vielleicht nicht so ganz gemerkt. Vielleicht habe ich auch gar nicht, ich zeige einfach, wie das funktioniert. Dann könnte man jetzt hier eben den zweiten Satz eingeben, mehr ist dann ja nicht mehr möglich. Und dann klicke ich mal auf Check und gucke, was passiert. Und dann sagt man erstmal, okay, ich habe 11 Fehler gemacht, das ist ganz schön viel. Und ja, vielleicht wäre britisches Englisch dann doch besser gewesen für mich, war ja eher amerikanisch angehaucht. Okay, also ich könnte es natürlich nochmal machen, wenn ich auf Retry klicke oder ich lasse mir einfach die Lösung anzeigen. Und dann sieht das hier erstmal so aus. Wir sehen gleich, dass es auch noch einen Tick anders aussehen kann. Offensichtlich sehr schön. Der erste Satz komplett richtig. Der zweite Satz natürlich komplett falsch. Kriege ich dann direkt angezeigt. Und ich könnte das natürlich jetzt nochmal machen. Dann stellt er alles wieder zurück und ich könnte von vorne anfangen. Das ist das Einfachste. Es geht noch ein bisschen mehr, das zeige ich euch gleich. Was ich am spannendsten fand, ist, dass das jemand, tatsächlich jemand für den Musikunterricht mal benutzt hat und nicht für den Sprachunterricht. Ich glaube, Björn, du kamst aus der Musik oder hattest Musik als Lieblingsschulfach. Ich habe auch schon gehört, dass jemand hier einfach Musik, also Noten dahinter gesetzt hat zum Anhören. Dann musste dann quasi wie mit so einem perfekten Gehör, wenn man das hat, dann kann man das ja wohl, dann kann man sagen, welche Noten das waren. Das habe ich also auch schon gesehen. Da musste man Noten reinschreiben und keine Sachen. Aber der Klassiker ist natürlich dann doch irgendwie in der Sprache verankert. Und da zeige ich euch nochmal ein zweites Beispiel. Hier sind meine ganzen. Und weil ich den Herrn der Ringe ganz gerne mag, habe ich mal etwas bisschen Komplexeres erstellt. Da seht ihr schon, okay, ist offensichtlich wieder ein Bild drüber. Das ist immer ganz schön zur Anleitung. Ich habe dann ein bisschen mehr Text geschrieben, um zu erklären. Das ist ja für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wichtig, die vielleicht sowas noch nicht bedient haben. Die sehen auch nur die Knöpfe und was ist denn das? Auch wenn so ein Lautsprecher wahrscheinlich andeutet, da wird Ton abgespielt. So, aber da steht so, hört dir das mal an, schreib mal hin, was du gehört hast, also wie ein Diktat halt funktioniert. Und dann noch der Hinweis, der erste Knopf spielt das Ganze im normalen Tempo. Kann ich mir zweimal anhören hier. Und der zweite Satz dann halt langsam. Und das können wir einfach mal ausprobieren. Das heißt, wir klicken mal auf den ersten hier drauf. In a hole in the ground, there lived a hobbit. Full stop. Das ist der erste Satz aus Der Hobbit. Und das kann man mal eingeben. Also ich schreibe es mal jetzt bewusst falsch. Nicht wundern. Das wird natürlich anders geschrieben, aber ist ja ein Diktat. Ich habe mich jetzt vielleicht vertippt. In a hole in the ground, there lived a hobbit. Und den Punkt am Ende nicht vergessen. Oder hier, er sagt mir, es ist egal. Ich nehme mal von dem Punkt weg. Er hat ja gesagt, das ist egal. So, und
Also, um euch das zu zeigen, das war das schnelle Tempo. Ich könnte natürlich auch sagen, war mir zu schnell, ich brauche es nochmal ganz langsam, vielleicht für die den unteren Jahrgangsstufen oder vielleicht speziell, wenn man, wie ist denn das sowas, wie, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, ich komme ja nicht aus dem Fach, aber wenn man die Sprache in der Sprache selbst unterrichtet, dann ist das ja vielleicht möglicherweise alles noch ein bisschen schwieriger. Und dann kann ich mir das ganz langsam anhören. In a hole in the ground. There lived a hobbit. Full stop. So. Ist dann sehr langsam und steht ja auch da, darf ich nur einmal benutzen, also kann man sich das nur einmal anhören. Hören wir nochmal kurz in den zweiten rein. One day, comma, some dwarves visited him. Full stop. Okay. Also one day, Ich mache jetzt mal bewusst irgendwie nur so zwei, drei Fehlerchen rein. One day, many, old, warum auch immer ich das gehört habe. Und jetzt mache ich mal bewusst zwei Sachen rein. Wenn ihr das seht, Dwarfs als Englischlehrer oder Englischlehrerin, müsst ihr wissen, es gibt eigentlich zwei Schreibweisen. Kann man da irgendwie beide schreiben? Ja, kann man, zeigen wir auch gleich. Also, one day, many old dwarfs visited him. Irgendwie sowas. Zack. Und jetzt klicke ich mal auf Check und lasse mir das anzeigen. Und jetzt sagt ihr mir so was Krummes hier. Okay, 2,5 Fehler. Try again. Ist noch nicht so schlecht. Gucken wir mal, was das, was da falsch ist. Hier ist natürlich, es ist leider immer gerundet, deshalb 14 von 16. Nicht wundern. Gucken wir mal rein. Und da sieht man, aha, das Grüne passt. Hier habe ich einfach ein paar Wörter dazugezählt. Die macht natürlich dann auch falsch, aber er passt das schon alles so an. Also er schiebt das so zurecht, dass das schon ganz gut passt, egal wie viele Wörter man dazwischen weglässt oder einfügt. Und das Spannende ist dann vielleicht noch das hier oben. Offensichtlich kann man auch sagen, wenn das nur so ein kleiner Fehler ist, so ein Vertipper, kann ich möglicherweise auch nur einen halben Punkt als Fehler geben, weil es ja fast richtig war. Es ist immer die Frage, ob das bei einem Diktat sinnvoll ist. Denn bei dem Diktat geht es ja um die richtige Rechtschreibung. Das ist dann eben ermessen des Lehrenden. Offensichtlich kann man sowas auch einstellen. So, wie das geht, das sehen wir jetzt einfach. Dann seht ihr auch, wie ihr das konfigurieren könnt und einstellen könnt. So, dafür springe ich dann einmal darüber. Und jetzt seht ihr auf der rechten Seite eine Seite, die heißt einstieg-h5p.de. Auch die mache ich noch einen Ticken größer. So, einstieg-h5p.de könnt ihr ja, wenn ihr jetzt die schon kennt, könnt ihr mal im Chat einfach posten, dann könnt ihr da auch schon mal schauen. Die ist sehr schön, weil man da H5P-Inhalte erstellen kann, ohne dass man sich irgendwie ein Konto anlegen muss. Und der einzige Nachteil ist, nach 6 Stunden sind die wieder weg. Das ist eben eine Seite zum Testen, Ausprobieren und nicht, um da Inhalte darauf zu lagern. Aber dort gibt es eben diesen schönen großen Knopf, der heißt Testinhalt erstellen. Und wenn man da draufklickt, dann geht der sogenannte Content Hub auf. Da kann man sich auswählen, was man für Inhaltstypen jetzt erstellen möchte. Und da möchten wir eben ein Diktat, das heißt hier Dictation, das heißt, wir können mal schauen. Da ist es schon. Und dann klicken wir da drauf. So, und das Ganze, wer das schon kennt, H5P ist immer so formularartig aufgebaut. Also im Prinzip geht man einmal, fängt oben an, geht einmal bis unten durch und ja, dann hat man seinen Inhalt erstellt. So, das können wir auch einfach mal machen. Wir fangen einfach mal ganz oben an. Da steht Metadaten. Das ist so ein kleiner Schlenker, den ich noch einbaue. Metadaten könnt ihr bei H5P immer mit dranhängen an Inhaltstypen oder an die Medien, die ihr einstellt. Und zeige ich euch gleich bei dem Bild, was wir mit reinkopieren. Ist immer ganz schön, weil alles gesammelt ist. Und am Ende, was dann dabei rausfällt, wenn man das gemacht hat, ist sowas wie hier auf der linken Seite. Da gibt es ganz unten, wenn das nicht ausgestellt ist, ein Knopf, der heißt hier Rights of Use. Im Deutschen heißt es, glaube ich, Nutzungsbedingungen. Und dann bekommt man halt angezeigt, was da so für Medien drin sind und unter welcher Lizenz die stehen, wenn das gepflegt wurde. Also hier offensichtlich das Bild. Er ist jetzt abgeschnitten, weil das ganz zu klein ist. Aber offensichtlich heißt das Hobbiton und steht unter der Lizenz CC0, kommt von Tobias Stoniek und mit der Quelle halt Unsplash. Ja, sowas kann man machen. Das kann man hier halt auch machen. Machen wir gleich bei dem Bild. Dann, was wir auf jeden Fall aber brauchen, ist ein Titel. So, und da mache ich es mir immer einfach, wenn ich euch das zeige, weil das schneller geht, anstatt alles einzutippen. Ich kopiere einfach mal das hier von der rechten Seite rüber, denn das war der Titel, eben Diktat, A Short Dictation on J.R.R. Tolkien's The Hobbit. So, kopiere ich da rein. So, dann brauchen wir halt ein Bild. Das habe ich zum Glück schon vorbereitet. Also ich fahre das aus für die Medien oben drüber und kann mir jetzt aussuchen, möchte ich ein Bild haben oder ein Video haben. Mehr geht im Moment noch nicht. Und wir wollen ein Bild. So, und das füge ich dann einfach hinzu.
Nichts einfacher als, das Schwierigste ist natürlich erstmal zu finden. Ich habe es nicht unter meinem Sammelsurium, sondern unter Bilder und OER-Camp-Webinare. Und da habe ich das schon mal vorbereitet. Da ist das Bild. Laden wir hoch. Da sehen wir das auch schon. So, und jetzt kommen wir zu diesen Metadaten. Das mache ich exemplarisch hier. Also man klickt hier drauf. Und jetzt muss man halt diese ganzen Daten angeben, die man so kennt von den ganzen Sachen. Und da gucken wir einfach nochmal. Also wir gehen noch mehr auf der linken Seite auf diesen Urheberrechtsbildschirm, gucken uns das an. Und das Ganze heißt Hobbiton. Ich weiß gar nicht, wie das im Deutschen heißt. So, Lizenz, offensichtlich CC0. Das ist die hier. Dann ein Jahr ist auch angegeben, 2019. Dann brauchen wir hier den Link als Quelle, wenn wir alles schön angeben wollen. Und noch Tobias Stoniek als den Autor. So. Gucken wir auch rein. Es gibt noch so ein paar Extrafelder, also Lizenz-Extras, falls ihr noch irgendwelche besonderen Angaben habt. Ein Changelog, falls ihr Änderungen vorgenommen habt an dem Bild. Ich könnte jetzt hier noch reinschreiben, dass ich das zum Beispiel, ich habe das ein bisschen beschnitten, ist aber CC0, da spielt das dann eh keine Rolle. Aber sowas könnte man alles auch machen. So, dann speichert man das. Hat die mit angegeben. Und das nächste, was man machen sollte, ist mal ganz wichtig beim Thema Barrierefreiheit, das ist ein Alternativtext, sofern das Bild nicht nur Schmuckwerk ist. Hier könnte man jetzt streiten, ob das Schmuckwerk ist oder nicht. Das ist hier, hat ja keine besondere Funktion. Aber gehen wir davon an, wir machen einfach nur was wie Green Hill with Trees. Ups, sowas. Dann kann eben auch eine Person, die nicht so gut sehen kann oder vielleicht gar nicht sehen kann, über so einen Screenreader vorgelesen bekommen. Hier ist übrigens ein Bild und da drauf sind zu sehen grüne Hügel mit ein paar Bäumen. So, Mouse-Over ist so ähnlich. Das kopieren wir einfach mal. Das ist das Ganze, was passieren soll, wenn man mit der Maus über dieses Bild fährt. Das war da rein. Und was ihr hier gesehen habt, ihr habt den Unterschied gesehen, vielleicht beim ersten Beispiel, das ich gezeigt habe, mit Sherlock Holmes. Da musste ich erst draufklicken, dann wurde das Bild groß, weil es halt mit dem Format nicht so gut gepasst hat. Das will ich hier aber nicht. Also sage ich Bildzoom deaktivieren und das ist automatisch so groß wie auf der linken Seite. So haben wir das Bild schon abgehakt. Dann die Aufgabenbeschreibung. Also das alles, was da oben drüber zu sehen ist, das kann ich mir wieder einfach machen. Ich kopiere mir das einfach und füge das da ein. Ihr müsstet das natürlich dann einmal hinschreiben, so wie ihr das haben möchtet. Dann könnt ihr das dann noch entsprechend formatieren, aber das kopiert ihr einfach auch mit. So, jetzt sind wir eigentlich schon fast fertig mit dem Ganzen. Jetzt brauchen wir noch zwei Sätze für so ein Diktat. So, und dann fangen wir einfach mal an. Man kann hier mit so eine Beschreibung, ich klicke mal drauf, das Rot irritiert mich, so eine Beschreibung davor setzen. Wenn man zum Beispiel einen Dialog hat, könnte man jetzt noch davor sagen, Anton, Clara, wer auch immer da spricht. Haben wir hier aber nicht in dem Fall, sondern kommt ja nur das Eingabefeld. Und was wir brauchen, ist ein Diktat, eine Tonaufnahme. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also erstens, man kann die normale einfügen, habt ihr gesehen, und eine langsame. Man kann auch sagen, man hat nur eine von beiden, das spielt keine Rolle. Und machen wir das einfach mal, klicken wir mal drauf. Jetzt ist es hier ein bisschen schmal, das sieht ein bisschen komisch aus, aber ihr habt jetzt hier drei Möglichkeiten. Entweder ihr ladet eine Datei hoch, vielleicht machen wir das mal zuerst. Hier habe ich auch vorbereitet. Und der Music dann. Nee, ist nicht da. Achso, nur die Änderung dann. Also, Inner Hole in the Ground, normal, erste Datei, also kann man hochladen. Wenn ihr die schon irgendwo rumliegen habt, ist das schön. Auch da könnt ihr, hier heißt das Urheberrecht bearbeiten, da könnt ihr die ganzen Metadaten nochmal angeben. Diese Möglichkeit hat man. Nehmen wir mal den zweiten. Und was man auch machen kann, wenn die Datei irgendwo anders liegt auf einem Server und man sie sich nicht kopieren will, kann man auch einfach den Link eintragen. Oder, was wahrscheinlich am besten ist, wenn ihr das eh neu produziert, ist einfach auf Tonaufnahme zu klicken. Und dann könnt ihr nämlich einfach direkt aus dem Inhaltstyp aufnehmen und müsst gar nicht mehr erst irgendwie irgendwo anders das Ganze aufnehmen, speichern, wieder hochladen, das fällt dann alles weg. Also machen wir das mal. Der erste Satz in langsam, den nehmen wir einfach mal auf. Also klicke ich auf Aufnehmen. Oh, da geht's schon los. Moment, das machen wir nochmal. Da müssen wir einmal zurück. Das ist leider ein bisschen unübersichtlich. Nochmal. Also merken, wenn man auf Aufnehmen klickt, dann kann man auch gleich lossprechen. Also, in a hole in the ground there lived a hobbit. So.
Nicht Pause, fertig. Und zack. So sieht das dann aus. Können wir sich jetzt nochmal anhören. Kann man auch machen. In a hole in the... So und so weiter und so fort. Das klingt gut. Und dann sagen wir einfügen und dann sieht das genauso aus wie bei dem anderen davor. Also ob man das hochlädt oder einspricht, spielt überhaupt keine Rolle. Können auch natürlich MP3 sein, wenn man das hochlädt. Das geht alles. So, und dann brauchen wir natürlich noch den Satz. Und ich glaube, ich habe jetzt den Punkt am Ende gar nicht gesagt. Da müssen wir mal drüber hinwegsehen. Der ist jetzt halt weg. Aber in a hole in the ground ist unser Satz. There lived a hobbit. Punkt. Erster Satz fertig. Zweiter Satz geht man einfach nochmal hin. Da kann man einfach noch beliebig viele Sätze hinzufügen. Kann ja ein sehr langes Diktat werden, wenn ihr wollt. Und Beschreibung haben wir wieder nicht. Dann der Satz war, könnt ihr einfach mal reinhören. Ich habe den aufgenommen, wir laden ihn mal schnell hoch. Da muss ich mir wieder alle anzeigen lassen, weil er Wave nicht als Tondatei erkennt. One day. So. Ach, kann ich natürlich nicht anhören. Probieren wir es einfach nochmal selber. Wie war der Satz? Ich hätte mir aufschreiben sollen. Mein Fehler. Egal, wir nehmen jetzt einfach mal einen Satz, wie er passen könnte. One day some dwarves visited him. Full stop. So, bauen wir ihn halt ein. So, und jetzt haben wir diesen Satz, das Problem mit den Dwarves. Also one day some dwarves. Mit V-E-S geschrieben. Es gibt aber auch die Variante mit F-S am Ende. Die sieht dann so aus. Ich schreibe einfach mal so einen wirklich senkrechten Strich dahinter. Der trennt halt eine Alternative, so wie das hier auch steht. Und Dwarfs. So ist auch richtig. Also die beiden Möglichkeiten haben wir jetzt. Die sollen richtig sein. Some Dwarfs visited him. Full stop. Also ein Punkt am Ende. Und haben wir das auch schon fertig. So, und jetzt können wir noch das hier machen, wenn wir wollen. Da müssten wir ein bisschen tricksen. Hier ist nirgends gar nichts angegeben. Aber wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, wir haben so drei Bereiche. Wir sagen mal, der erste geht so bis 49%. Das ist eben durchgefallen. Das sagen wir so ganz blöd. Failure. So, und dann haben wir vielleicht von 50 bis, sagen wir 89% richtig. Sagen wir schon mal quite good. Und wer drüber kommt, also wer weniger Fehler hat, perfekt. So kann man das einfach machen. Da kann man noch wirklich viele Bereiche hinzufügen, um das feiner zu machen, wenn man möchte. Und dann ist dann die Rückmeldung, die man extra bekommt. Und dann gibt es noch so ein paar extra Sachen, die müssen wir uns überlegen. Jetzt geht es nämlich so um diesen Schwierigkeitsgrad und was Sinn ergibt. Also zum Beispiel die maximale Anzahl der Versuche. Hier ist es ja so, dass man sich das normale Tempo zweimal anhören kann. Das heißt, wenn wir nichts eintragen, kann man das beliebig oft. Und wir wollen das aber zweimal haben. Und für das zweite sollte man sich auch nicht beliebig oft anhören können, sondern in dem Fall sollte man es einmal. So, dann gibt es noch so ein paar Punkte. Das ist jetzt wirklich so didaktische Frage, ob das wichtig ist oder nicht so wichtig. Wie ist das mit der Zeichensetzung? Also die Punkte, Kommas. Sind die wichtig? Sollen die mit eingegeben werden? Ja oder nein? Und hier war es also gestaltet, dass man die zwar eingeben kann, aber nicht muss. Also sie werden, wenn sie fehlen, nicht als Fehler gewertet. Oder wenn sie, ja. Dann nehmen wir das einfach mal weg. So, dann, das ist das Ganze hier. Das war dieses Gelbe, was ihr hier seht, auf der linken Seite. Da ist die Frage, soll das nochmal separat dargestellt werden? Also es gibt halt der Klassiker, ist Rot und Grün, richtig und falsch. Und wenn man sagt, die kleinen Fehler sollen besonders nochmal visuell auch anders hervorgehoben werden, das ist die Sache. Das heißt, wenn wir den wegnehmen würden, hieße das, es gibt nur Rot und Grün, dann wäre der halt auch rot dargestellt. Dann sieht man das aber nicht so gut. Und wenn man den anhakt, dann gibt es das Gelb. So, jetzt die Frage, wie viel soll denn dieser Fehler zählen, dieser kleine Fehler? Da seht ihr erstmal, was so ein kleiner Fehler ist. Also wenn es geht um vergessene Buchstaben oder zu viele hinzugefügte Buchstaben, das zählt so als kleiner Fehler und eine Vertauschung von zwei nebeneinanderliegenden Buchstaben. Und bei 3 bis 9 Buchstaben kann man offensichtlich einen davon drin haben und dann gilt das immer noch als richtig. Und bei mehr als 9 Buchstaben maximal 2. Und wenn das der Fall ist, man das akzeptiert, dann kann man auch sagen, okay, und dieser kleine Fehler ist jetzt gar nicht schlimm, der wird einfach gar nicht in die Werte genommen oder wie hier 50%, oder er zählt halt einfach als kompletter Fehler.
Könnte man auch machen. Aber offensichtlich ist es ja in dem Beispiel gewesen bei 50%. Das heißt, ist kein ganzer Fehler. So, das nächste ist noch relevant für die, wenn man mehrere Alternativen hat, wie bei den Dwarfs. Also, was wird dann angezeigt in der richtigen Lösung? Können wir uns gleich mal anschauen, wenn wir das falsch schreiben. Also soll nur die erste Alternative angezeigt werden, in dem Fall das, was haben wir angegeben, mit VES hinten? Oder soll er alle anzeigen? Aber wenn das wirklich viele Schreibweisen gibt, dann wird das vielleicht ein bisschen viel. Können wir uns jetzt aussuchen. Sagen wir einfach mal, zeigen nur die erste. So, dann, das ist dann nächstes relevant für Sprachen aus dem arabischen Raum zum Beispiel. Die werden halt von rechts nach links geschrieben. Und Dictation kann das entweder automatisch versuchen festzustellen, also wenn er feststellt, da sind arabische Wörter, arabische Schriftzeichen drin, dann schreibt das automatisch von rechts nach links. Manchmal haut diese Erkennung aber nicht genau hin und dann kann man ihm nochmal auf die Sprünge helfen und sagen, du, ich brauche jetzt wirklich rechts nach links oder falls er sogar falsch erkennt, ich brauche ganz normal für uns von links nach rechts. Aber das ist automatisch. Das nächste kann noch relevant sein, wenn man mit Chinesisch arbeitet, weil Chinesisch ja kein Silbenalphabet hat, sondern mit Schriftzeichen arbeitet und da sind noch keine Leerzeichen dazwischen. Das heißt, Dictation an sich könnte erstmal gar nicht erkennen, was jetzt ein Wort ist und man hätte einfach nur ein ganz langes Wort und sieht halt ein bisschen komisch aus bei der Korrektur dann. Und das ist auch nur so ein kleiner Kniff, das funktioniert nicht hundertprozentig, weil natürlich manchmal auch im Chinesischen Wörter aus zwei Schriftzeichen geschrieben werden. Das ist immer noch ein Pferdefuß, aber ohne so ein Wörterbuch dahinter kann man das halt nicht feststellen. Ja, also kann man automatisch trennen lassen, dann macht einfach zwischen jedes chinesische Schriftzeichen ein Leerzeichen und dann gilt das als Wort. Das ist so ein kleiner Kniff. Und dann kann man sich überlegen, soll das Wiederholen möglich sein? Das ist aber offensichtlich ein Beispiel ja auch drin. Soll man sich Lösungen anzeigen, gucken können? Ja, ging auch. So, das heißt, eigentlich sind wir schon fertig, wenn wir das richtig gemacht haben. Klicken wir mal auf Speichern. Und hier laden wir vielleicht auch mal neu auf der linken Seite. Da haben wir es schon. Das hat aber ein bisschen zu tun. Vielleicht arbeitet ihr auch gerade drauf. Dann hört mal auf. So. Also gucken wir mal, vergleichen wir mal das linke und das rechte. Scrollen wir noch mal ein bisschen. Da ist das Bild. Das sieht sogar fast identisch aus. Ihr seht, okay, das ist offensichtlich hier noch Deutsch. Da gehe ich gleich noch mal rein. Das kann man auch noch komplett auf Englisch machen, dass eben dieser Knopf hier auch nicht überprüfen, sondern Check heißt. So, und dann klicken wir mal hier drauf. In a hole in the ground, there lived a hobbit. Full stop. Das ist wunderbar. Einmal, wir machen das gleich noch ein zweites Mal, denn das soll ja, ihr seht es auch schon, Verbleibenversuch 1, erzählt das runter, brauchen wir nicht gucken, das klappt. Also, wir machen mal genau das gleiche wie auf der anderen Seite, in a hole, ich schreibe es wieder falsch, in the ground, there lived a hobbit. Um das ein bisschen abzukürzen, schreibe ich jetzt mal, ich habe jetzt beim zweiten, wir hören mal kurz rein. One day, comma, some dwarves visited him, full stop. Okay, und wir wollten ja jetzt das mit dem Dwarfs testen. Also wir machen irgendwie, wir haben jetzt nur noch verstanden, Day und sagen wir mal Dwarf, wie kann man es falsch schreiben? Irgendwie sowas haben wir jetzt gerade gehört. Und jetzt soll ja nur die erste richtige Lösung angezeigt werden, also das Dwarfs mit VES. Gucken wir mal. Okay, ihr seht schon, quite good. Das die Meldung, die wir angegeben haben, ist hier jetzt halt das Deutsche, das stellen wir gleich noch um. Und jetzt der spannende Punkt, Lösung anzeigen. Ihr seht bei dem ersten, was habe ich gewickelt? Hat mir natürlich auf den Satz hier falsch geschrieben, in a hole in the ground. Wenn meine Lösung schon falsch ist, ist natürlich auch meine Antwort falsch. Aber das sieht gut aus. Und ihr seht, der hier, den ich falsch gemacht habe, da nimmt er jetzt halt das erste Wort und nicht beides. Ich hätte es auch noch einstellen können. Ich zeige euch das. Wir machen das gleich, damit ihr das auch nochmal seht. Also gehen wir noch einmal rein, damit ich meinen Fehler korrigieren kann und euch das umgestellt zeige. Also, was natürlich stimmen sollte, ist erstmal der Satz, den ich angegeben habe. Ups. Oh, Entschuldigung, ach, der Satz war, ich habe mich vertippt beim Eingeben. Ah, okay, der Satz war richtig. Gut, da war alles safe. Dann die zwei Sachen. Einmal das Ganze auf Englisch umstellen, das hätte ich gerne. So. Wir hätten gerne alles auf Englisch. Kriege ich nochmal keinen Hinweis, dass er dann so die ganzen Beschriftungen von Knöpfen und so weiter alles auf Englisch umstellt. Das will ich aber. Und dann können wir hier nochmal reingehen und mal gucken, was man noch so
spielen kann. Also wir wollten ja zum Beispiel einmal noch, hätte ich gerne gezeigt bei Dwarfs, dass er mir alle Alternativen anzeigt. Vielleicht ist es ja wichtig, dass man lernt, dass es halt mehrere Sachen gibt. Und vielleicht nehmen wir auch nochmal das weg, wenn ihr das gesehen habt. Vielleicht möchte ich auch das Wiederholen wegnehmen, dass man das nur einmal machen kann. Aber dafür soll man sich das Normale vielleicht unbegrenzt oft anhören können. Dann nehme ich einfach die zweimal raus. So, und dann speichere ich das Ganze. Brauche wieder einen kleinen Moment. Das ist nach 18 Uhr, auch manchmal möchte das Internet ein bisschen Feierabend haben. So, also gehen wir nochmal runter. Ihr seht, aha, da steht jetzt Check, das ist gut. Jetzt haben wir hier auch Number of Tries left, Infinite, also unendlich viele. Das heißt, wenn wir jetzt draufklicken. In a hole in the ground, there lived a hobbit. Zeigt er das an. Immer noch Infinite, also ich kann jetzt beliebig oft draufklicken, das ist gut. Was habe ich noch gesagt? Genau, jetzt sollten wir ja, wenn wir Dwarfs hier irgendwie falsch angeben, nehmen wir wieder irgendwas mit Dwarfs, haben wir nicht genau verstanden. Jetzt sollte er halt beide Alternativen anzeigen. Und wenn ich gleich auf Check klicke, sollte man diesen Retry-Knopf nicht bekommen, weil man ja das Wiederholen ausgestellt, weil wir das Wiederholen ausgestellt haben. So, Wiederholen geht schon mal nicht, sehr gut. Und jetzt klicken wir nochmal auf Show Solution und jetzt zeigt er mir halt auch, genau wie ich angegeben habe, Dwarfs mit so einem Trennstrich und nochmal das andere Dwarfs. Also das funktioniert auch. Ja, und im Prinzip war das alles 5 Minuten länger, als ich gedacht habe. Aber im Prinzip habt ihr jetzt auch alles gesehen, was man mit Dictation machen kann. Mehr geht nicht. Eine Kleinigkeit wird sich noch ändern. Dieses Texteingabefeld werdet ihr sehen, wenn ihr es auch in der Praxis habt. Ich schreibe jetzt mal einfach ganz viel rein, damit ihr das überhaupt sehen könnt. Das geht einfach so weiter und manchmal benutzen Leute wohl sehr lange Sätze und dann wird es schwierig, den Überblick zu behalten, was man jetzt geschrieben hat. Dann wäre es schöner, wenn dieses Textfeld sich in der Höhe ändert. Das kommt noch dazu, aber funktional habt ihr wirklich jetzt alles gesehen, was man damit machen kann. Ja, und ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen. Das war eben H5P Dictation und in Lust habt, kommt doch einfach beim nächsten Mal wieder mit dazu. Bis dann!